freue mich, euch jetzt meine Skulptur vorzustellen, aus meiner eigenen künstlerischen Sicht. Wir sehen ja zuerst hier einmal die Form und wir sehen die Farben. Wir sehen das Material, das sind Edelstahlstäbe, zum Teil sind die oben angeschliffen und diese Edelstahlstäbe haben feine Verbindungen und feine kleine Klammern und in diese kleinen Klammern hinein sind dann diese Gläschen gefügt. Das sind alles Gläschen aus echt Antikglas und jedes dieser Gläschen ist mundgeblasen. Wir haben auch eine Tiefe dieser Skulptur und je nachdem, wie wir schauen und uns bewegen, ergeben sich wieder andere Farbmischungen. Je nachdem, wo wir hinschauen und wie wir drauf schauen. Darüber hinaus hat die Skulptur eine Aussage, eine transzendierte Wirklichkeit. Und zwar sehen wir hier diese aufsteigenden Stäbe, dieses Edelstahl, das darauf geht. Und wir sehen dann auch diese Farben darin und die Form und die Farbe, die können uns an eine Flamme erinnern. Dieses Teilstück nämlich ist einem Teil des Verheißungsfensters nachempfunden. Und zwar der obersten Spitze. Und diese Bedeutung des Verheißungsfensters, von da, wo wir jetzt einfach einen Teil davon sehen, dieses Verheißungsfenster ist für uns das Versprechen Gottes, dass er bei uns ist, auf unserem Weg. Das Werk an sich, es wird noch seine Zeit brauchen, weil weniger die Herstellung das Problem ist, sondern Sie können sich vorstellen, dass wir gucken müssen, dass wir die Gelder für ein so schönes Projekt, dass wir sie zusammenkriegen. Aber wenn man schon mal das sehen wird, bin ich eigentlich recht zuversichtlich.